bist du? Ich bin 34 Jahre alt. Und wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Your name? Patel Brijesh. Oh. Patel Brijesh. Patel. 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 Ja. Ich bin schon so alt, ich höre nicht mehr so gut. Und woher kommst du? Ich komme aus Indien. Aus Indien? Ja. Indien ist groß. Ja. Wo aus Indien? Oben, unten, links, rechts? Gujarat. Links. Links. Also so bei Pakistan so? Ja, Pakistan. Ja, ja, ja. Okay. Und was führt dich hierher? Weshalb bist Warum? Du gekommen? Bist du in Deutschland? Ja. In India viele Probleme, Hindu und Muslim, jeden Tag. Problem, viele Probleme. Ja. Und mit meiner Family auch in India ist in 10 Jahren ist mein großer Job Handy Reparatur. Ja. Aber Hindu Muslim Problem, ja. Dann meine alle Job und mein Haus alle Feuer. Ja. Dann ein Jahr in India, nicht in Gujarat, Rajasthan, Bombay, bleiben ich. Ja. Und dann ein Freund kommt, der sagt, du kommst Europa. Ja. Europa ist gut für dich. Ja. Hast du in Indien gearbeitet? Ja. Und was hast du gemacht? Handy-Reparatur, Computer-Reparatur. Ja, ja, ja. Und würdest du das auch hier wieder gern tun wollen? Ja. Auch hier wieder? The ja. same? Ja, ja, aber nicht in ja. Shop, ja. Hause. Und bist du allein gekommen? Nein, meine Familie auch. Mit Familie, ja. Ja, mit Frau und Kind? Zwei Kind und ja, Frau. Ja. Und wie, über welche Länder bist du gekommen nach Deutschland? Franz. Franz. Ja. Und Franz ist von 7 Jahre. Ja. 7 Monate. Ja. Und dann kommt sie. Und war dein Traum, schon immer nach Deutschland zu kommen oder in ein anderes europäisches Land? War Deutschland so das andere, Ideal? Andere. Ja. Ja. Also wäre egal, welches Land. Ja, ja. 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 Und fühlt ihr euch so als Familie aufgenommen? Gibt es Probleme oder läuft das alles gut oder wie ist das? India oder hier? Hier gut. Ja. Gut, ja. Kein Problem. Ja. Deutsch lernen, ja. Arbeiten, ja. Alle hier gut. Meine zwei Kinder auch gehen Schule. Okay, und willst du hier im Erzgebirge bleiben oder lieber in eine große Stadt gehen? Große Stadt gut, oder? Schwarzenberg ist zu klein. Hast du eine Wunschstadt, wo du gern, in welcher Stadt du gern leben würdest? Hier? Ja, ja hier. Erzgebirge. Erzgebirge, ja. Habt ihr noch Verbindungen nach Indien? Zu anderen in der Familie oder zu Freunden? Nein. Gar nicht? Nein, nichts. Ist Schluss, ja. Und denkst du, dass du hier in Deutschland so eine neue Heimat findest? Und das, oder hast du im Kopf manchmal, dass vielleicht Indien ist meine Heimat, aber ich bin jetzt in Deutschland so. Also, wie, also hast du zweimal Heimat? Deutschland ist gut. Ja. Für mich. Ja, India, ja. Viele Probleme. Hm. Ist es sicher, dass du kannst hier bleiben? Ja, hier. Ja, das ist hier. Ja. Was glaubst du, wollen noch viele Leute aus Indien hierher kommen? Nein. Nein. Nicht viele. 1000 oder 2000. Was hat dir an Indien gut gefallen? Und was gefällt dir an Deutschland gut? Deutschland gut. Ja. Und was ist hier gut? What's the best thing in Germany? Best thing is here andere Person gut. Und Arbeit gut, spread Ausbildung, Ausbildung, Praktikum, alle hier gemacht, dann gut, Festland.
Was würdest du sagen, was ist a bad thing, also das Schlechte in Deutschland, was nicht so gut ist in Deutschland? Nee, ich verstehe. Ja? What's the worst thing in Germany? Nein. Das Wetter. Du machst eine Berufsausbildung, habe ich das richtig verstanden? Also er und auch der Mansur, die sind noch im laufenden Verfahren. Ja. Das bedeutet, das Asylverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Es ist also noch nicht raus, ob sie in Deutschland bleiben können. Ja. Und wie lange dauert das etwa, bis so ein Verfahren durch ist? Das ist ganz unterschiedlich. Also aktuell dauert es schon sehr lang. Ne? Bei euch geht es schon, also er kommt jetzt zu uns schon in zusätzliche Kurssprachangebote. Ja, also er kommt schon lange zu uns. Okay, vielen Dank. Danke.